Wird Deutschland wieder zum Krankenmann Europas? Diese Frage ist dieser Tage häufiger zu hören, auch hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Und das ist unser Thema jetzt hier am Stand der V-Bank. Gemeinsam mit dem Top-Ökonomen Professor Dr. Lars Feld, Berater des deutschen Finanzministers und Direktor des Walter-Eucken-Instituts in Freiburg, wollen wir diese Frage erörtern. Erstmal herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Feld. Ich möchte die Frage etwas anders formulieren, nämlich aus dem Futur in den Präsens holen. Ist Deutschland nicht schon längst wieder der kranke Mann Europas? Ich glaube, das kann man so angesichts der Datenlage nicht sagen. Oder vielleicht könnte man auch sagen, die Stimmung ist schlechter, als es die Lage tatsächlich ist. Als damals Ende der 90er dieser Slogan kranker Mann Europas aufkam, hatte Deutschland eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Die Eigenkapitalbasis der Unternehmen war deutlich geringer. Wir hatten hohe Staatsverschuldung, auch einen schlechten Trend der Staatsverschuldung. Das sind alles Komponenten, die heute so nicht existieren. Der Arbeitsmarkt sieht noch relativ gut aus. Auch die konjunkturellen Effekte hinterlassen nur kleine Spuren bislang. Die Staatsverschuldung ist relativ niedrig, auch auf einem sinkenden Trend. Und die Eigenkapitalbasis der Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, ist gut. Was man feststellen muss, jenseits der kurzfristigen konjunkturellen Entwicklung, Deutschland hat eine Reihe von strukturellen Problemen. Wir sind in vielen Kostenkomponenten mittlerweile top. Und das ist im Hinblick auf die Investitionswilligkeit und Investitionsfähigkeit der Unternehmen nicht besonders günstig, wenn man so im oberen Bereich der Arbeitskosten liegt, der Regulierungskosten, der Energiekosten und dann auch noch eine hohe Steuerbelastung hat. Das sind alles vier Komponenten, die es im Moment schwierig machen für Investoren. Und es kommt noch hinzu, dass wir eine hohe Unsicherheit haben angesichts der geostrategischen Probleme. Und dazu trägt die Bundesregierung bei, die es weiterhin nicht wirklich schafft, ihre Entscheidungen hinter den Kulissen so vorzubereiten, dass das nicht immer Streit auf offener Bühne ist. Ich möchte mal zu dem Krankenmann Europas zurückkommen. Ich habe neulich das Bild, die Metapher des Suffering Sportsman, also des leidenden Sportlers gehört. Gefällt Ihnen das besser? Ja, das gefällt mir ein bisschen besser. Und ich finde, wenn wir so an Fußball denken, denken Sie ans letzte WM-Finale, das die deutsche Fußballnationalmannschaft gewonnen hat. Da muss man sich Sebastian Schweinsteiger als Vorbild nehmen, der dann immer noch blutend auf den Platz lief und am Schluss haben wir gewonnen. Reden wir über die Schuldenbremse. Auch das ein großes Thema innerhalb der Berliner Politik. Einige Teile möchten sie am liebsten abschaffen, andere möchten sie zumindest reformieren, um frisches Momentum für Investitionen zu erzeugen. So ist dann die Rhetorik, die dahinter steckt. Was halten Sie von diesen Forderungen? Ach, so gut wie gar nichts, muss ich sagen. Also man muss feststellen, dass entgegen vieler Behauptungen die Schuldenbremse die Investitionstätigkeit des Staates nicht beeinträchtigt hat. Wenn überhaupt was, dann ist die Investitionstätigkeit seither angestiegen. Also seit die Schuldenbremse eingeführt worden ist, haben wir einen Anstieg der Investitionen des Bundes, auch der Länder. Und mit etwas Verzögerung sind auch die Gemeinden wieder nach oben gegangen. Und sie sind sowieso verantwortlich für den größten Teil der staatlichen Investitionen. Der Rückgang der staatlichen Investitionstätigkeit, der datiert vor Einführung der Schuldenbremse. Also mit öffentlichen Investitionen hat das nichts zu tun. Es geht eigentlich den Protagonisten der Abschaffung der Schuldenbremse oder der Lockerung der Schuldenbremse um Subventionen an die Wirtschaft. Einerseits für die Transformation, man will Altindustrien fördern, andererseits auch, indem man das Stichwort Resilienz aufgreift und ganz bestimmte Unternehmen ins Land holen möchte, deren Produktion man eben dann auch hier in Europa vorhalten will, weil man ja die unterbrochenen Lieferketten aus der Corona-Zeit noch im Blick hat. Das ist rückwärtsgewandt, das ist nicht nach vorne gerichtet. Aber der Staat braucht Geld, erst recht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Es fehlen nicht nur 60 Milliarden, mit Sicherheit auch mehr, um sie sinnvoll zu investieren oder auch auszugeben. Was schlagen Sie vor? Woher soll das Geld kommen? Ich würde es mal vielleicht ganz diplomatisch sagen, eine Reform des Sozialstaats? Naja, das ist schön diplomatisch formuliert, Herr Franning. Ja. Das ist dann sozusagen der schwierigere Teil. Der bringt dann sowieso erst Ausgabenreduktionen in der mittleren Frist, wenn man es genauer betrachtet. Denn alles, was dort ansteht, ist eigentlich eine Reform des Sozialstaats, um die Anreize zu verbessern. Die Anreize, länger zu arbeiten, die Anreize, mehr zu arbeiten. Das ist das eigentliche Problem, das wir im Moment im Sozialstaatsbereich haben. Aber man muss schon sagen, wir sind im Subventionsbereich massiv nach oben gegangen ab 2017. Also wirklich riesig große Subventionen haben wir ausgelobt in verschiedenen Bereichen. Und da müssen wir ran. Anders gewendet, es geht um eine Aufgaben- und Ausgabenkritik. Das muss jetzt kommen. Und zwar, wie ich finde, auf allen Ebenen. Nicht nur beim Bund, auch bei den Ländern und bei den Kommunen. Das sind 10 goldene Jahre gewesen, wie manche jetzt sagen, von 2010 bis 2019. Und da saß das Geld dann immer lockerer. Während der Corona-Zeit dann besonders locker.
Und insofern ist genügend Sparpotenzial in den öffentlichen Haushalten. Da Sie jetzt schon das Thema Subventionen angesprochen haben, will ich ganz kurz danach fragen. Beispiel Intel, Magdeburg-Stendal, 10 Milliarden etc. pp. Und das lassen sich viele andere Beispiele liefern. Batteriefabriken sehen wir jetzt wohl demnächst und so weiter und so fort. Die anderen machen das doch auch, Herr Feld, die Amerikaner und so weiter. Auch die subventionieren, fördern, haben weniger Steuern etc. Und wir müssen uns doch in diesem Wettbewerb auch stellen, um Investitionen anzuziehen. Nun, wir haben hier ganz unterschiedliche Zusammenhänge. Der Wettbewerb ist tatsächlich sehr stark mit den USA. Ob der Inflation Reduction Act, selbst wenn Joe Biden wiedergewählt werden sollte, so dauerhaft eingerichtet bleibt, wie er im Moment erscheint, ist zweifelhaft. Denn er ist sehr, sehr teuer. Die USA haben bereits eine Schuldenquote, die deutlich über 100% liegt. Und ob sie das durchhalten können, ist fraglich. Man sieht ja beispielsweise auch schon das Downgrading, das die USA auf den Finanzmärkten erlebt haben. Also selbst ein so großes Land mit so einem exorbitanten Privileg wie dem Dollar als Weltreservewährung ist nicht davor gefeit, dass sich die Anleger aus den USA zurückziehen, weil sie eben Befürchtungen haben. Insofern schaut man sich besser die USA an hinsichtlich der Maßnahmen, die sie in der Vergangenheit ergriffen hat. Der Inflation Reduction Act wirkt ja jetzt erst so langsam, dass schon eine gewisse Zeit eine Reihe von europäischen Investoren, insbesondere Deutschen, nach USA gehen, hat mit den dort insgesamt besseren Rahmenbedingungen zu tun. Niedrigere Steuerbelastung, niedrigeres Regulierungsniveau, das ist der entscheidende Punkt, der in den USA für Attraktivität sorgt. Und da kann Deutschland, können auch andere Länder in der Europäischen Union nachlegen. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Manches davon ist nicht so teuer, wenn wir an Regulierung denken. Abschließend, Herr Feld, als junger Journalist habe ich der Rede vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog beigewohnt und mir war gar nicht so klar, was er mit dem Ruck meinte, mit seiner berühmten Ruckrede, wie sie ja dann auch oftmals zitiert worden ist. Heute wissen wir das natürlich, wir sind schlauer und viele sprechen davon, dass wieder ein Ruck durch Deutschland gehen müsse. Woher könnte der denn kommen im Jahre 2024? Tja, da fehlt mir im Moment so ein bisschen die Fantasie, wo der herkommen soll. Man kann ja nicht einfach erneut einen Ruck ausrufen, da wird jeder sagen, ist ja abgeschmackt. Ja? Neuwahlen. Nein, ich glaube nicht, dass wir zu Neuwahlen kommen werden. Ich bin auch nicht überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. Denn wir werden ja feststellen müssen, dass auch die Union jetzt noch nicht so richtig wild auf Neuwahlen ist. Denn sie sind in der Kanzlerfrage oder Kanzlerkandidatenfrage noch nicht entschieden. Und die drei Ampelparteien würden alle massiv verlieren, wenn jetzt Neuwahlen stattfinden würden. Also die einzige Partei, der das weiterhelfen würde, wäre die AfD. Und das Risiko sollten wir nicht eingehen. Also von daher, das wird nicht passieren. Es wäre natürlich schon schön, wenn wir die Ankündigung einer Reformagenda bekämen vom Bundeskanzler. Aber im Moment habe ich nicht große Fantasie, dass das passieren wird. Herr Professor Dr. Larsfeld, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch hier auf dem belebten Fondskongress. Wahrscheinlich hat man auch im Hintergrund gehört. Ihnen hier noch eine gute Zeit in Mannheim und auf bald. Vielen Dank für das Gespräch.